Hey, hey, hey und damit herzlich willkommen zum 8. Spieltag der dritten Season der PBL. Heute geht es ran gegen Vinikron und sein Team Moin Meistergriff. Und ja, ich würde sagen, wir gehen wie immer direkt auf die Team-Review ein und auf mein Team. Mein Team ist natürlich in der Videobeschreibung auch verlinkt als Bookface. Ich denke auch mal, es wird einen Timestamp geben zum Kampf. Und ich würde sagen, fangen wir an. Oh, wobei, ich sollte mich vielleicht nochmal für letztes Mal ein wenig entschuldigen. Das letzte Video kommt leider zu spät. Tut mir leid, ich stand da ein wenig zu sehr unter Zeitdruck, habe nicht früh genug aufgenommen. Ist total mein Fehler und naja, die Videoqualität war dementsprechend halt auch leider nicht die, die sie sein sollte. Das sollte heute nicht mehr der Fall sein. Wird auch den Rest der Season nicht mehr vorkommen. So, so viel dazu. Ich würde sagen, wir gehen aber wirklich aufs Team ein. Wir haben hier dabei einen Chomp. Einen Chomp mit dem Life Orb. Warum mit dem Life Orb? Weil Life Orb Chomp halt einfach, kein Check in seinem Team hat. Weil schauen wir uns sein Team an, dann ist so das Einzige, was jetzt gerade noch dabei ist, was wirklich rein switchen kann, sein Pixie. Alles andere kann sowieso schon mal gar nicht auf den EQ rein switchen. Er hat nichts mitgenommen, das fliegt, genau. Er hätte halt noch Shaman mitnehmen können, aber für den habe ich halt extra den Poison Jab dabei. Unter anderem halt auch für Pixie habe ich den Poison Jab dabei. Der Poison Jab ist halt ein safer Turret KO, egal wie physisch defensiv der ist. Das appreciate ich ziemlich sehr. Also klar, er könnte irgendwie Citrus Berry spielen oder so, aber das halte ich dann doch eher für unwahrscheinlich. Und naja, ansonsten haben wir noch Dragonclaw und EQ drauf, sowie halt die Stealth Rocks, weil die Rocks hier in dem Matchup ziemlich nice sind. Schauen wir uns das Ganze nämlich an, ist sein einziger Spinner hier auf der Seite sein Tentacruel. Und naja, Tentacruel ist sehr, sehr, sehr einfach zu ballen mit meinem Apoqualypse dementsprechend. Wenn wir die Rocks rausbekommen, dann werden die wahrscheinlich auch fürs ganze Match bleiben. So, gehen wir weiter. Wir haben dabei ein Crobat hier mit dem Black Sludge, mit Braveheart, U-Turn, Roost und Defog. Das auf, ich meine, irgendwas, was auf Chomp gespeedcreept ist oder so. Wäre jetzt gerade meine Vermutung? Nein, wir sind, wir sind auf Delphox gespeedcreept. Nicht auf Sneasel, wir sind auf Delphox gespeedcreept. Und wir sind ansonsten full speziell defensiv. Also, beziehungsweise, wir können, was wir halt noch ins speziell defensive Investment packen konnten, haben wir da reingepackt. Prinzipiell sollte das unser, Check gegen Shaman sein. Wir haben nämlich eigentlich keinen guten Check gegen Shaman. Er hat Shaman nicht mitgebracht, das sehe ich sehr positiv. Dementsprechend ist das ein bisschen einfacher. Wir spielen darauf noch Defog, das heißt, das ist halt auch unser Hazard Removal. Braveheart, U-Turn und Roost. Ich denke, großartig viel muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Soll jetzt hier in dem Kampf dann wahrscheinlich eher das Momentum rausholen und muss vielleicht auch mal defoggen. Ja. Dann geht's weiter mit meinem Teeter. Teeter ist hier dabei mit Choice Band, Pursuit, Crunch, Stone Edge und Superpower. Und naja, soll halt einfach reinhauen. Wir sind so speedy, dass wir, wenn Tentacruel keinen Speed investiert hat, das Ding outspeeden sollten. Und naja, Rest halt in Attack und in HP. Also in HP sind nur noch 16 übrig geblieben, aber ihr wisst, was ich meine. So, dann haben wir Apokolyp dabei. Wie gesagt, der soll prinzipiell erstmal hier das Tentacruel checken. Ist jetzt hier aber ein bisschen anders gebaut. Ich muss gerade überlegen, wie ich dieses Investment, warum habe ich dieses Investment gemacht. Wir sind nicht ganz speziell defensiv, sehe ich gerade. Das heißt, wir werden irgendwas aus seinem Team extra irgendwie ballen wollen. Ich sehe jetzt hier aber gerade um der Team-Period nicht, was es ist. Moment, ich schaue mir nur kurz die Kader-Grafik an. Dazu muss jetzt leider die Zeit sein. Verzeihung. Was wollten wir wollen? Was wollten wir wollen, ist die Frage. Da haben wir die Grafiken. Und dann ist, wo ist Vinikron? Da ist Vinikron. Okay, was wollten wir wollen, ist die Frage. Ich nehme mal, Pixie wird es nicht gewesen sein. Eventuell Gudra. Gudra könnte gut sein, I guess. Aber ja, ich bin verwirrt. Ich glaube, es war jedenfalls nicht Delphox. Aber irgendwo haben wir das speziell defensive Investment definitiv gebraucht. Haben dann den Rest noch in Special Attack und ein bisschen was in Speed investiert. Speed, damit wir halt gegen Pixie schneller sind. Ah, jetzt weiß ich doch, es war gegen Pixie. Verzeihung, es hat sehr lange gedauert. Also, wir haben dieses Investment gegen Pixie gebaut, weil Pixie prinzipiell sich mit CM setupen kann. Und ich wollte auf plus 1 von einem Thunderbolt nicht getootet werden. Deswegen habe ich mich so weit investiert. Der Rest ist dann halt ein Special Attack, 20 in den Speed und naja, den Rest halt ein HP. Wir spielen Taunt, Sludge Wave, Recover und Scald. Das sollte Pixie ganz gut in Schach halten. Und ansonsten haben wir damit auch, naja, also nicht gerade das beste Matchup gegen Tentacruel, aber wir wallen das Ding schon mal und können halt mit Scald eventuell irgendwann den Burn bekommen und das Ding dann so gesehen versuchen, das Matchup zu gewinnen. Naja, so. Kommen wir mal zu unserer Sweeping Option, denn wir haben hier dabei unsere Reuniclus
mit der Culpeperry Combo mein Focus Blast, Psyshock und Recover. Full physisch defensiv. Ich denke mal, das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Wir müssen halt prinzipiell im besten Fall Sneasel einmal entfernen und keine Ahnung, vielleicht Delphox, wenn der uns tricken sollte. Oder prinzipiell kann ich das auch auf Pixie beziehen. Aber ja, ich denke, bis da Reuniclus wirklich zum CM-Setup ansetzt, werden wir diese Informationen haben. Und naja, Sneasel müssen wir natürlich auch nicht zwangsläufig entfernen, weil wir haben wie gesagt die Culpeperry. Aber es wäre halt schon besser, weil ja, auch wenn wir mal die Culpeperry ploppen und dann ja, einen guten Zug da hätten, ja, der Focus Blast trifft halt nicht immer und zweimal kann ich das leider nicht machen. Dementsprechend ist das so eine Sache, aber naja. Dafür hätten wir trotzdem die Chance, ansonsten ist die Culpeperry erstmal dafür da, um nicht irgendwie von einem Random Pursuit halt direkt rausgenommen zu werden, weil das wäre auch eher ziemlich schlecht. So, und dann haben wir noch dabei unseren Mega Ordino. By the way, ich habe Reuniclus Rolle vergessen. Reuniclus soll nicht nur hier durchgehen, er soll tatsächlich auch noch Low Pony wallen, weil wir sonst ein bisschen schlecht gegen Low Pony aufgestellt sind. Aber prinzipiell sollte das kein großes Problem sein. Dementsprechend gehen wir erstmal weiter zum Mega Ordino. So, Mega Ordino spielen wir ja eigentlich ziemlich basic mit Heal Bell, Wish, Protect und Dazzling Gleam. Und ansonsten sind wir halt mixed defensiv investiert, damit wir alles so gut wie möglich tanken. Also mehr, ich meine, ja, ein bisschen mehr in Defensive als in die spezielle Defensive. Aber ist halt jetzt hier kein besonderes Set. Ja, also prinzipiell am ehesten soll es halt schon mal ins Sneebel reinkommen, weil Sneebel ansonsten gegen das gesamte Team ein bisschen threatening ist. Aber naja. Also, schauen wir uns unseren Gegner mal an. Wir sehen hier einen Steelix. Steelix, ja, ist halt Rocksetter und so weiter. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht Magneton spielen sollte mit Erdanziehen, Magnetrise und so. Damit hätte ich das prima trappen können und dann wäre vielleicht Ordino mit CM-Setup eine Option gewesen. Aber naja, wenn wir hier Tentacool sehen, wenn wir hier Delphox sehen, ist das wahrscheinlich nicht schlecht, dass wir darauf verzichtet haben. Naja, wie gesagt, Tentacool ist halt jetzt hier sein einziger Spinner. Dementsprechend wird er den wahrscheinlich mitgenommen haben. In dem Matchup ist er, glaube ich, an sich nicht so krank geil. Delphox ist hier sehr, sehr threatening. Das Problem an Delphox ist nämlich einfach, dass er Tita Chomp outspeedet. Und Chomp outspeeden ist hier ein bisschen blöd, weil ich Chomp halt nicht scarfe. Und der spielt dann halt eventuell so ein gewisses CM-Setup, was durchaus gefährlich werden kann. Das heißt, ich muss den halt irgendwie so schnell wie möglich irgendwie runterchippen. Wir können auch mit Crobat nicht so geil draufhauen. Das ist halt alles ein bisschen suboptimal, aber naja. So, und dann haben wir Sneasel. Sneasel ist halt auch nicht gerade schlecht. Dementsprechend ist halt jetzt hier auch Mega Ordino das Einzige, was wir wirklich reliable da reinschicken können. Das ist auch eher belastend. Und dann haben wir Pixie. Ja, Pixie haben wir halt gesagt. Wir haben unsere offensiven Antworten dagegen, aber prinzipiell mit CM-Setup kann der nervig sein. Mit Wish Support kann der nervig sein. Ist es halt Pixie, der kann immer nervig sein. Also umso früher wir den rausnehmen, umso besser ist das. Und naja, Mega Low Pony ist halt Mega Low Pony, aber prinzipiell sollten wir mit Reuniclus da ganz gut dagegen spielen können. Aber auch der ist ein bisschen blöd, weil wir haben nichts, mit dem wir den outspeeden würden. Und naja. Ich würde sagen, viel mehr muss ich hier nicht mehr erwähnen. Lead Matchup kann ich vielleicht tatsächlich noch eingehen. Also ich wollte hier einfach mit Chomp leaden, weil ich dachte mir schon, dass hier eventuell der Steelix Lead kommt und dann können wir direkt Rocks traden, weil ich habe jetzt eher gedacht, also eher nicht erwartet, dass dann direkt ein Ice Fang kommt und mich irgendwie umboxen sollte. Und naja, Rocks traden ist halt hier recht fein, weil, wie gesagt, wir haben Sneasel und wir haben Delphox im Gegnerteam und die sind beide sehr, sehr, sehr nervig. Und wenn wir Rocks draußen haben, dann gehen die zum einen dadurch, dass wir Tentacruel gut wallen, halt nicht mehr weg und ja, wir chippen die halt ganz gut an. So, dementsprechend ist die Taktik da entstanden. Und ich würde sagen, dann springen wir jetzt in den Kampf. So, dementsprechend sehen wir hier auch, ja, den Steelix Lead und den Chomp Lead und wir sehen auch das gleich, was wir schon erwartet haben, nämlich wir drücken die Stealth Rocks, nein, die Stealth Rocks und er drückt die Stealth Rocks und damit haben wir Rocks getradet. Das ist an sich ein guter Deal. Ich denke mal, uns wird er eher zugute kommen, weil das einzige, was jetzt hier wirklich von Rocks hart gepunished wird, ist mein X-Bud und X-Bud ist zum einen nicht so wichtig und zum anderen halt hat er Roost. So, und hier habe ich gedacht, okay, der geht jetzt hier in Pixie und hat Poison Jab gedrückt. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, weil ich meine, Pixie ist jetzt hier das Einzige, was so halbwegs reliable auf EQ reinkommt und dementsprechend war das hier eigentlich recht einfach zu predikten aus meiner Sicht und das Schöne ist, dass wir eine Roll bekommen haben, dass wir mit EQ jetzt eigentlich auch eine ziemlich gute Roll haben sollten, das jetzt zu killen. Dementsprechend gehe ich hier auf EQ, falls er sich doch entscheidet, in Steelix zu gehen und den Poison Jab abzufangen. Hat funktioniert.
kann ich mich erstmal nicht beschweren. Wir haben Pixie schon mal Turn 3 rausbekommen. Das lief doch schon mal gut. So, jetzt kommt der Sneasel rein. Sneasel ist halt blöd, weil da kann ich natürlich nicht drin bleiben. Und gehe dementsprechend auch raus. Er geht jetzt hier straight up auf den Knockoff. Das ist gut. Dann wir sind halt hier in mein Mega Ordine gegangen. Und ich dachte mir, okay, entweder kommt jetzt hier Steelix rein oder es kommt dieses Ding rein. Tentacruel. Und in beiden Fällen sollte mein Apokalypten ganz guter. Ein ganz gutes Mon sein. Ich weiß nicht, warum ich mich aber nicht getraut habe, hier eigentlich in den Garchomp zu gehen. Das wäre der offensivere Play gewesen, der wahrscheinlich mehr Druck aufgebaut hätte. Aber ist jetzt halt so gekommen. Und ich denke, das ist auch okay. Und ich muss kurz die Nase putzen. Wir sind jetzt hier einfach drin geblieben, weil wir dachten, okay, wir werden jetzt hier einfach mal aufs Gold gehen und hoffen, dass wir den Burn bekommen. Weil ich sehe jetzt hier nichts, warum wir direkt straight up rausgehen sollen. Er hat das scheinbar schon gesehen und ist deswegen auf den Rapid Spin gegangen. Aber naja, nehmen wir an sich, denke ich mir, okay, wir haben den Burn bekommen. Ich sehe jetzt auch immer noch keinen Grund rauszugehen. Wenn er irgendwann das Toxin drücken sollte, ist das nochmal was anderes. Aber noch drückt er das nicht. Dementsprechend sehe ich hier absolut keinen. Muss ich hier nicht rausgehen? Wenige Runden scheinen das immer noch ein bisschen anders zu sehen. Geht weiter auf Rapid Spin, aber kann auch ein Missklick gewesen sein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir gehen hier weiter fröhlich aufs Gold und hauen den damit immer weiter runter. Während er jetzt aber hier den Knockoff drückt, was natürlich kein schlechter Move an der Stelle für ihn, von ihm ist. Glücklicherweise ist er gewonnen, sonst hätte der tatsächlich ein bisschen adäquaten Damage gemacht. Also zumindest jetzt mehr, als ich gerade gedacht hätte. Wir können ja weiter aufs Gold gehen und das Ding halt weiter runterstallen. So, ich weiß auch nicht, warum ich was anderes tun sollte. Alles in seinem Team kommt weiterhin nicht gerne auf den Gold rein. Also, perfekt, wenn wir das hier so spielen. Er geht auf eine Matchbombe, bekommt aber hier nicht die 30%, die ich eben bekommen habe. Das heißt, nicht gerade so fair, aber naja, was soll's machen? Das ist Mons. Ansonsten, ich denke mal, mit dem Poison hätten wir auch ganz okay dealen können, weil wir haben halt Recover auf dem Set und hätten damit schon besser gegen ihn stallen können, als er gegen uns. Wäre trotzdem natürlich nicht optimal gewesen, aber wir hätten auch eine Heal in the Back, also irgendwo wäre es verkraftbar gewesen, aber wir nehmen es natürlich, dass es hier gar nicht erst eintritt. Und er geht jetzt hier so low und geht jetzt hier wahrscheinlich noch auf eine Matchbombe, dass ich mir denke, okay, das nutze ich aus, ich gehe in X-Bud und werde mich hier nicht noch extra irgendwie poisonen lassen von dem. Und werde den dann gleich mit der U-Turn rausnehmen, weil warum halt auch nicht, ist jetzt hier einfach praktischer als irgendwie Apokalypse drin zu haben. Dementsprechend kann ich mich auch gleich nochmal ein neues Mon auswählen, was ich aufs Feld schicken will. Andererseits, dafür habe ich mir auch nochmal extra Rocks Damage auf zwei Mons abgeholt. War vielleicht auch nicht die beste Entscheidung, aber so oder so, wir haben es jetzt so gemacht. Und schicken jetzt hier gleich erstmal unser, Tita rein, weil wir wollen einfach mal ein bisschen Sand raus. In Kombination mit den Rocks denken wir, dass das hier eigentlich eine ganz schöne Idee ist. Da bekommen wir nämlich guten Chip überall drauf. Und er geht jetzt hier erstmal in Low Pony rein. Bekommt Rocks Damage, wird auch noch Chip Damage durch den Sand bekommen. Und wir gehen jetzt hier zuallererst einmal in Reuniclus. Und das Ding ist, dass wir jetzt hier sehen, er geht in die Mega. Und wir sollten halt eigentlich alles von ihm, wird uns nicht tooten. Das war zumindest so der Gedanke. Dann habe ich euch gesehen, stimmt, der Power-Punch. Der ist jetzt ein bisschen blöd, weil jetzt würde, jetzt würde ich schon getootet werden von, Dings. Hier, wie heißt's? Rückkehr. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir würden ihn halt jetzt hier auch mehr oder weniger straight up mit der Psyshock plus Sand rausnehmen. Also, verkraftbar, beziehungsweise er weiß auch gar nicht, ob ich hier nicht speziell offensiv irgendwie investiert bin, dementsprechend, er muss halt jetzt hier so oder so rausgehen, geht jetzt hier in sein Sneasel und ja, ist halt okay. So, ich denke mir, okay, ich lasse jetzt hier an der Stelle meine, wie heißt Choppelberry, die Anti-Unlichtbeere ploppen, aber ich misse hier leider meinen Draco. Das ist blöd gelaufen, weil dann wäre das Sneasel jetzt hier weg gewesen und Sneasel weg gewesen wäre schon ziemlich sick, sage ich. Gut, er hat sich jetzt hier auf einen Fußkick gelockt. Ich habe das eben nicht erwähnt, aber es sah sehr, sehr, sehr danach aus, als wäre er gebandet. Dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, hier drin zu bleiben. Gehe jetzt hier auf einen Focus Blast, während er in Delphox geht. Und das ist ein bisschen blöd, weil Delphox nimmt den ganz gut und wir können gerade recht wenig gegen Delphox machen. Wir könnten uns jetzt hier versuchen, gegen zu setupen mit CM, aber in Anbetracht dessen, dass unsere Spezialverteidigung dafür nicht ausreichend ist, werden wir dieses Matchup nicht gewinnen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, dann müssen wir jetzt hier jetzt halt rausgehen, gehen in unser Jealous Hand, um nochmal irgendwie Chip Damage zu bekommen, falls er jetzt hier keinen Grass Knot hat.
dementsprechend, wie gesagt, sind wir jetzt hier jetzt in Jellicent und gehen einmal auf den Scald. Er entscheidet sich in, erstaunlicherweise, es tut mir leid, mein Commentary ist heute irgendwie ein bisschen cursed, erstaunlicherweise dafür, auf den Dessengame zu gehen. Das bedeutet, wir bekommen nochmal einen Scald raus. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Und ja, das Ding ist halt, er geht dann jetzt hier aber in der nächsten Turn auf den Psyshock. Keine Ahnung, warum er das nicht als erstes gemacht hat. Ich denke mal, er wird irgendwie Tita predicted haben oder so. Aber das wäre potenziell eigentlich egal. Ah ne, er hatte ja wie gesagt keinen Grass noch drauf. Dann kann er Tita nicht direkt rausnehmen. Ich sehe, warum er es gemacht hat. Naja, egal. Jedenfalls, wir haben uns dann jetzt dazu entschieden, hier einmal in X-Bar zu gehen. Wir hätten tatsächlich auch in Tita gehen können, wie ich gerade festgestellt habe. Und gehen hier auf Brave Bird, nehmen dieses Delphox hier raus. Ich war mir hier zu unsicher, dass ich jetzt hier irgendwie auf U-Turn gedrückt hätte. Hat sich auch gelohnt. Delphox ist weg. War ein großer Threat. Ist gut so. Jellicent ist halt daran gestorben. Aber naja. Noch stehen wir hier eigentlich ziemlich gut da und ich würde sagen, wir gehen dann jetzt hier erstmal auf eine U-Turn gegen das Steelix, weil warum auch nicht, klar, er könnte irgendwie den Beulenhelm haben, das hätten wir noch nicht gesehen, aber den hat er nicht und damit sind wir jetzt hier erstmal raus und gehen in unser, ja, Phytosplast, weil der sieht jetzt eigentlich immer noch recht gut aus und ich denke mir, okay, wir gehen jetzt hier einfach einmal auf CM und das Ding ist, das ist absolut nicht schlimm, aber er geht jetzt halt hier ins Sneasel und ich denke mir danach, Sneasel will ich eigentlich gar nicht drin bleiben. Und ich weiß mir nicht, warum ich das denke. Sneasel kann mich hier nicht rausnehmen. Es war eigentlich recht unnötig, hier das zu machen, aber gut, ich gehe jetzt hier raus. Sneasel geht hier auf einen Icicle Crash. Ja, das ist auch ein bisschen blöd, weil der macht hier erstaunlich viel Damage, wie wir gleich sehen werden. Er macht sogar zu viel Damage, deswegen muss ich mit Audio nur nochmal raus und hier mein X-Bud zacken. Ja, beziehungsweise nicht direkt zacken, weil der erste Icicle Crash misst. Aber naja. Und naja, danach halt den Icicle Crash nehmen und zacken. Aber ja. Alles nicht so optimal jetzt hier. Ich hätte jedenfalls meinen Reuniclus sicherlich entweder hochheilen müssen oder wenigstens drin bleiben müssen, weil so haben wir jetzt hier ein bisschen Probleme gegen Megalopunny, weil der Tank mir im Moment nicht so gut ist, das Ding. Wenn er auf plus 1 geht, dann würde er meinen Reuniclus halt von der Range eventuell schon ausnocken können. Dementsprechend müssen wir schauen, wie wir das jetzt spielen. So, erstmal gehen wir hier in Mega Ordino, gehen die Mega und gehen dann auf Dazzling Gleam, um das Sneasel hier safe rauszunehmen. Plinch wäre natürlich an der Stelle sehr, sehr belastend gewesen, aber naja, pass, ist nicht vorgekommen. Ist auch gut so, dass es nicht vorgekommen ist. Und naja, wir gehen jetzt hier erstmal, er geht jetzt hier in die Mega Laupani. Und ich dachte mir, okay, das Gute ist, dass jetzt hier der Power Punch mich nicht tooten wird. Aber das ist gar nichts Gutes. Nicht one-hitten wird. Weil ich dachte, okay, jetzt bekomme ich noch ein Dessen-Gleam raus. Aber das ist absolut nichts Gutes, denn damit wird er hier noch einen zweiten Power-Punch rausbekommen. Und dann ist er auf plus 2. Und plus 2 ist ziemlich scary. Und ich dachte mir, okay, das Gute ist, ich kann jetzt aber hier in meinen Landteil gehen. Und ja, der wird dann ja an der Grauhaut sterben, weil er wird zweimal einen Attacking-Move drücken müssen, der mich in irgendeiner Art und Weise toucht. Und wird sich dann selbst rausnehmen. Das Problem ist, es gibt auch Drain-Punch. Was soll ich jetzt noch sagen? damit heilt er sich jetzt hier leider auf die Range, auf der Rauhaut nicht reicht. Es ist jetzt hier leider nicht mehr möglich für mich, das Ganze zu gewinnen, sage ich. Ich versuche hier noch irgendwie mein Bestes, irgendwie hier mit Tita den Sand rauszubekommen und mit dem Sand den hier irgendwie runter zu chippen oder sonst was, aber ja, wir haben es hier irgendwie irgendwo gegen Lopunny gechoked. So viel kann ich leider schon mal verraten. Also, es ist halt irgendwie wie im letzten Kampf. Wir haben, ich würde behaupten, so den Anfang vom Game eigentlich ziemlich schön Dinge abgeliefert, ziemlich schön gespielt. Viel ist aufgegangen, was uns im Teambuilding so eingefallen ist. Ja, und dann im Endgame haben wir irgendwo irgendeine Entscheidung getroffen, die wir nicht hätten treffen dürfen und haben halt gegen irgendeinen Threat verloren. Ich weiß nicht, was ich großartig dazu sagen soll. Es ist halt ziemlich bitter. Geht auf meine Kosten so. Aber ich kann jetzt hier auch nichts mehr gegen dieses Lopunny machen. Weiß nicht, vielleicht hätte ich im Teambuilding mir dann irgendwie
einen Scarf mitnehmen sollen. Wahrscheinlich wäre es das zum einen gewesen, also Scarf, genau, Chomp wäre vielleicht besser gewesen als Slyhawk-Chomp. Andererseits hätten wir dann gegen Pixie irgendwie mehr Probleme gehabt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, auf jeden Fall hätte ich Reuniclus anders in dem Kampf spielen müssen, hätte den Healthier behalten müssen, hätte Lopunny mehr als ein Threat wahrnehmen müssen, was ich halt alles irgendwie nicht gemacht habe. Und ja, es ist halt blöd gelaufen. Was soll ich sagen, wir verlieren das Ganze jetzt hier 2-0 und stehen damit, was weiß ich, 2-6. Die Season läuft super. ja, I don't know. Ist halt wie es ist. PvA diese Season, ich weiß nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, das Team, was ich hier gedraftet habe, ist eines der besten Teams, das ich je gedraftet habe. Aber im Moment liegt mir Mons wohl einfach nicht. Oder das Team liegt mir doch irgendwie nicht. Oder ich weiß es nicht. Gen 6 liegt mir nicht. Ich kann es irgendwie nicht einschätzen. Es ist jedenfalls, es läuft nicht so, wie es laufen sollte. Und naja. Was soll man noch sagen? Keine Ahnung, ich hätte vielleicht auch mit Ordino das irgendwie anders spielen müssen und als Lopunny reinkommt, halt den Power Punch, der war ja irgendwie obvious, da direkt in Reunclist gehen sollen und gucken sollen, ob ich dann mit Reunclist die Return danach noch lebe oder so. So irgendwas, ich kann es nicht einschätzen. So haben wir es jedenfalls hier an der Stelle halt verloren, 2-0 und ja, stehen damit. Probably jetzt auf dem letzten Platz oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, Vini hat jetzt seinen ersten Sieg mit dem Kampf geholt. Könnte so sein, aber ja, dann sind wir halt Vorletzter. Macht jetzt auch nicht wirklich viel aus. So oder so, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es gegen Yuto rangeht. Und bis dahin, das war's. Euer Ash.